Horido. Und Weidmannsheil, was haben wir denn da hinten? Da kommt ein Bison. Na, haben wir auch gleich schon die Sichtung. Sehr schön männlich. So, ich leg mich mal hin, dass ich liegend schießen kann und schau mal. Ah, hier könnte sich ein kleines nettes Schussfenster ergeben. Meinem Hund hatte ich das Kommando gegeben, er soll da mal bleiben. Oh, und da kommt noch ein zweites hinten dran. Können wir von dem zweiten auch noch eine Sichtung? Ja. Nehmen wir die natürlich auch noch mit. Weiblich, aber ein höherer Score, der uns da angezeigt wird. Gehen noch mal aufs Männchen kurz drauf. Ja, nur 40 bis 90 Score. Also wäre das Weibchen für uns interessanter. Jetzt sind sie beide aber hier auch in einer Position, wo wir schlecht schießen können. Ah, aber da kommt's Weibchen. So. Nachladen. Na, sehen wir es wieder. Das ist gar nicht der Handschuh, das ist der Ärmel, der da durch die Waffe durch. Guckt. Haben wir das auch rausgefunden? So, Hündchen hierher. Wieder schön Kommando. Und wie gesagt, das kann man so zwischendrin immer wieder mal hier wieder kommen. Bleibt da. Laufen ein paar Schritte weiter, rufen ihn wieder. Und so kann man da relativ schnell ein paar XP, ein paar Erfahrungspunkte auf den Hund draufskillen, dass er wieder dem nächsten Level näher kommt. Und ganz nebenbei haben wir so auch ein bisschen was zu tun, weil wir mehr Tasten, mehr Knöpfchen drücken müssen. So, bleibt mal wieder hier. Und okay, Bison war also nicht schlecht geschossen, denn da hinten liegt sie schon. Wir müssen jetzt nur die Stelle finden, wo wir sie angeschossen haben. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Sie ist nicht direkt umgefallen, sie ist schon noch ein paar Schritte weg. Dementsprechend hat der Hund da was zu tun. Ich gehe mal ins Rennen über. Da haben wir Spuren. Da haben wir Spuren. Da habe ich doch drauf gewartet, dass sich mal was einblendet. So, Bison ziehend hier haben wir was. Eingeweideschuss. So, Hündchen hierher. Und, ah, der ist schon bald Level 5. Hier die Spur aufnehmen und dann such mal. Und vielleicht haben wir Glück, das waren ja doch. Ah, da hat er es gefunden. Feiner Hund. Ja, ich komme. Ja, bist du ein feiner Hund? Dann mach mal Sitz. Und ja, Hugo ist Level 5. So, Leckerli geben müssen wir mit V, das geht anders noch nicht. Und jetzt will er gar kein Leckerli. Dann ist er wohl schon satt. So, schauen wir mal hier. 487,7 Kilo, 102,144 Score. Ja, nicht schlecht. Dafür, dass das Männchen ja nur bis maximal 90 angezeigt hat, sind wir hier also mit dem Score höher gekommen. Eingeweide Leber, der Schuss war also ja nicht wirklich gut, aber andererseits, ah, ich hätte ja mal ein Bildchen vermachen können. So, well done, Hunter. Here have a trophy. Und zwar war es so, wenn ihr die drei Missionen erfüllt, bekommt ihr eine Trophäe. Und ja, die habe ich jetzt erreicht. Na, ich bleib mal aufrecht stehen. Folgen wir hier mal so einer Flüchtenspur. Die sind definitiv aktueller.
Und dann hat das ja hier mit den drei Missionen doch recht schnell geklappt. Hier für die Bison-Mission gab es jetzt eben neben der Trophäe dann, weil wir dann alle drei erfüllt hatten, auch nochmal 1000 GM. So war's. So, Elch weiblich da hinten wieder. Und ja, dementsprechend gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich habe gar nicht extra reingeguckt. Weiß auch nicht, ob man bei den Erfüllten das überhaupt noch sehen kann. Ich gehe einfach mal von aus, dass es dementsprechend für die erste auch 1000 XP gab. Jetzt sage ich schon wieder XP. 1000 GM, also in der kurzen Zeit. Na, so sehen wir den Fels da noch nicht. Da ist auch einer, da könnte man doch relativ gut drauf schießen. Auch ein Weibchen, ja, aber warum denn nicht? Und da fällt sie auch schon um. Ja, flüchtend schieße ich nicht gern, deswegen spare ich mir das, auf die anderen hinten zu schießen. Also relativ schnell nächste Bison erlegt. Oh, schon lange keine Bisons mehr gejagt. Trotzdem funktioniert immer noch wunderbar, gerade mit der Waffe. Herrlich. Und ja, dann kann man wieder die Flüchtenspuren verfolgen, bis mal der Herde wieder aufläuft. Nächste rausschießen und kann so die Herde nach und nach verkleinern. Ja, innerhalb von kurzer Zeit wollte ich sagen, 3000 GMs verdient. Und für 3000 GMs kann man dann wirklich auch schon ein bisschen machen. Da kann man sich auch zum Beispiel mal für den Bogen die Armorpfeile kaufen, die ein bisschen kräftiger, ein bisschen wirkungsvoller sind. So, wir werden hier mal noch ein bisschen die Bison-Ausscheidungen aufsammeln. Ja, mal absichtlich nicht Kacker gesagt. Denn da gibt es jemanden, der macht sich darüber lustig. Aber Kacker ist halt Kacker. Was soll man da sonst sagen? So, lass mich mal noch an die Spur, mein Hündchen. Ja, und interessant, ich hatte ja bei der Vorstellung auch gefragt, ob ihr euch den Hund auch gekauft habt und welchen Namen ihr gegeben habt. Und doch interessante Namen teilweise mit dabei. So, das war also er hier. Sie hier, nicht er. Von ihr jetzt halt nur zwei Spuren gesammelt, macht nichts. So, oh, da haben wir die Wirbelsäule getroffen und Schulterblatt. Ich habe noch versucht, möglichst niedrig zu kommen, aber gut. Hat dann trotzdem nicht für Lunge gereicht, aber durch die Wirbelsäule dann ziemlich schnell. Ihr seht nicht 0,0, sondern fast eine Sekunde noch gelebt. Aber etwas weniger Score erhalten. So, können wir hier die nächste Spur aufnehmen. Die anderen sind hier hinten hin irgendwo hinweg geflüchtet. Da haben wir auf jeden Fall nochmal eine Spur von dem hier. Immer mal so schauen. Das war drei Mal die Spur aufnehmen. Und da hinten sehe ich doch schon wieder das nächste Bison. Da ist der Schusswinkel aber nicht ganz so optimal. Ja, hier so könnte es gehen. So, läuft weg. Haben wir also wieder was fürs Hündchen. Wunderbar. Und mal ein Blick auf die Uhr. 9 Minuten. Ja, das finden wir doch dann in der Folge. Denke ich mal auch noch. Und ja, Bison wurde sich ja auch schon öfter gewünscht, dass ich das mal zeige. Hab's dann auch eine Weile, ja, doch ein paar Mal hintereinander gezeigt. Einmal, wo ich ja dann auch mit einem Kollegen zusammen Multiplayer hier war, aber auch Singleplayer Bisons gejagt habe. Allerdings war das alles jetzt auch schon wieder eine Weile her, deswegen ja jetzt nicht verkehrt, dass wir mal wieder Bisons jagen und läuft ja auch ganz gut heute. Innerhalb von wenigen Minuten den dritten Bison.
So, flüchtend und ja, ist das da dann die Spur, wo ich ihn geschossen habe, oder ist das hier hinten die? Da leuchtet die nicht von dem, den wir verfolgen. Schauen wir mal. Ne, hier haben wir weiter flüchtend. Dann wird das hier vermutlich. Ah, nee, ist auch kein Blut. Ich hätte mir doch einen Markierungspunkt setzen sollen. So Mist. So, dann hier weiterschauen. Ah, ja, war aber der hier. Und oh, wenig Blut. Das ist kein gutes Zeichen. Nur Körper. Also, Hühnchen, folge dem mal. Ich schau mal. 538 XP für Level 6. Da brauche er also noch ein klein bisschen. Aber die Hunde ermüden jetzt auch nicht mehr ganz so schnell. Also, man hat bessere Chancen, da auch in einer Jagd viele XP zu erhalten. So, er sucht jetzt hier die Spur weiter, weil das hier jetzt wahrscheinlich von Blut auf flüchtend umgeschlagen ist. Da hat er dann doch erstmal ein bisschen Schwierigkeiten. Auch die Entfernung, eben wie schnell er die nächste Spur findet und so, das sind alles Punkte, die nach und nach hochgeskillt werden. Da hat er die Spur verloren. Wir haben es am Fragezeichen erkennen können. Ja, macht nichts, Hugo. Ist zwar schade, dass du hier im Video so versagt hast, aber. Was haben wir da? Das ist LHQ. Naja, die Sichtung holen wir uns mit. Schießen werde ich sie jetzt aber nicht. Erstmal hier die Nachsuche weitermachen. Und man sieht es auch. Wenn ich hier die Waffe jetzt so, macht da noch nichts. Lege ich sie an, geht er ins Sitz. Sehen wir jetzt hier, wenn wir die Waffe runternehmen. So reagiert er also auch auf die Waffenführung. So, da hinten haben wir schon wieder zwei Bisons. Da wird eins davon unseres sein. Eins ist hinter den Tannen. So, das da ist ein Männchen, also könnte unseres sein. Müsste von den Werten her identisch sein. Da hinten ist das andere. Kommen wir da auch noch die Sichtung? Ah, ja. Ist aber ein kleineres Männchen. Also hier vorne, was jetzt verschwunden ist, das Männchen, das müssten wir dann vielleicht nochmal schießen, damit es liegen bleibt. So, bis wir dann nochmal die Sichtung haben. Und ich gehe jetzt mal in die Hocke runter, damit mir die Elchkuh nicht aufscheucht und die Bisons verjagt. So. Wella, bist du? Da, da, da. Komm schon, du bist der Falsche. Da, du bist der Richtige. Dich brauche ich. Und Bison Spurensuche Level 8. Sehr schön. Ich dachte schon Sichtung, weil ich gerade am Sichten war. Aber nee, Spurensuche verbessert. Und da der Hund wieder in die Stellung, in die Aufmerksamkeitsstellung und Bison ist liegen geblieben. Sehr schön. Zwar zwei Schuss gebraucht, aber besser, als wenn wir noch lange hätten suchen müssen. Auch wenn es natürlich schöner gewesen wäre, er wäre da irgendwo umgefallen und wir hätten den Schuss jetzt aufs nächste Bison schon wieder geben können. Aber man kann nicht alles haben und ja, in einer Folge, jetzt hier schon wieder ein Bison. So viele Bisons in einer Folge ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Dafür hatte ich auch schon Folgen, in denen ich kein einziges Bison vor die Kamera bekommen habe. So, da ist es weiter langgezogen. Ja, jetzt wäre natürlich schon schön zu sagen, okay, das habe ich ja geschossen, also hier nimm die Spur schon mal jetzt auf. Aber nee, wie gesagt, zum Spuren aufnehmen, das ist hier grau, das geht nicht. Zum Spuren aufnehmen, da brauchen wir eben Blut. Ein Schweißhund benötigt Schweiß. So, was sagt die Zeit? Ah, wir nähern uns auch den 15 Minuten. Also, wenn wir das Bison dann aufgenommen haben, ist doch perfektes Timing für
Folgenende. Und eine Folge habe ich dann noch. Ja, da können wir vielleicht noch ein paar Bisons erlegen. So. Können wir hier nochmal aufnehmen. Hier oben haben wir dann Schweiß. Da können wir den Hund losschicken. Das sollte er auch auf jeden Fall hinbekommen. Ist ja nicht weit, was er rennen muss. So. Eingeweide. Einmal U drücken. So, ja, da ist es, Bison. Und da gibt er laut. Wunderbar. Dann mach mal Sitz. So, dann kriegst du auch noch dein Leckerchen. Braver Hund. Und wir schauen mal, Bison. Ah, einmal haben wir Schädel getroffen. Okay. Ich dachte, ich hätte ihn seitlich hier so neben rein, aber die Kugel war dann doch nur Schädel. Durchs Feld durchgerauscht bis in den Schädel rein. Und dann Eingeweide, Magen, Leber. 108, also auch nicht der höchste Score, aber zumindest männliche Bison das höchste, was wir bisher kriegen konnten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.